Seitdem es Bücher gibt, versinken Lesende in ihnen und vergessen mitunter alles um sich herum. Vor allem der Inhalt fesselt. Doch die Liebe zu bestimmten Büchern ist noch umfassender. Es ist das ganze Objekt, das die Leser beglückt. Die Faszination für das Buch hat viel mit seiner Sinnlichkeit zu tun. Wer weiß darüber besser zu berichten als diejenigen, die Bücher herstellen? Wir begeben uns auf die Suche nach den Ursprüngen der Sinnlichkeit des Buches und treffen Menschen, die Bücher gestalten, drucken und verlegen. Das wird die Bibliothek, dieser Raum hier. Die Bibliothek muss den dunkelsten Raum im Haus bekommen. Ich sammle Bücher aus der Zeit des frühen Buchdrucks, also ungefähr seit 1555. Für mich ist es wichtig, dass es ein gedrucktes Buch ist. Damals war die Blütezeit der Buchproduktion. Ich besitze etwa 300 bis 400 historische Bücher und ich möchte sie liegend im Regal haben. Ich bin nicht sicher, ob so oder so, aber auf keinen Fall sollen die Bücher stehen. Ich finde, sie müssen liegen. Ich bin nicht auf der Suche nach besonders schönen Büchern. Ich suche stattdessen Werke, die eine Revolution ausgelöst haben, wo das Buch also beginnt, die Grenzen seines Konzeptes zu sprengen. Alles begann mit Johannes Gutenberg, dem Erfinder des modernen Buchdrucks. Durch ihn konnte nicht nur die Bibel weiter verbreitet werden, sondern auch andere Texte, die bis dahin nur als handschriftliche Abschriften wenigen Menschen zugänglich waren. Die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert war mindestens genauso revolutionär wie die Erfindung des Computers oder des Internets. Seit Gutenberg wurde das aufwendig gebundene Buch immer wieder totgesagt. Zum Beispiel mit dem Triumphzug des Taschenbuchs Anfang des 20. Jahrhunderts. Doch es hat bis heute überlebt. In diesen 500 Jahren hat sich im Grunde genommen, jetzt lachen gleich alle Gestalt, aber es hat sich im Grunde genommen seit 500 Jahren nichts verändert. Ja? Also es ist ein Körper, mal rechteckig, mal quadratisch, wie auch immer, da sind meistens Buchstaben drauf und sobald man konnte eben auch Bilder, wie auch immer. Und dieses Ding, Buch, erzählt seit 500 Jahren Geschichten und Geschichte. Der Verleger Gerhard Steidl in seiner Druckerei in Göttingen. Hier sucht er in enger Zusammenarbeit mit den Autoren nach dem passenden Papier für seine Bücher. Das ist eine der ältesten Papierfabriken auf der Welt. Das ist ein traditionelles Büttenpapier. Und jetzt nehmen wir das in 175 Gramm rein, weil das hat nochmal eine andere Haptik. Und das probieren wir mal aus. Das ist eines der feinsten Papiere. Gerade stehen die Andrucke für das letzte Buch von Günter Grass an. Da der Schriftsteller im April 2015 gestorben ist, entscheidet jetzt Ute Grass, seine Witwe, zusammen mit Gerhard Steidl, welches Papier für den Druck verwendet werden soll. Fass das mal an und fass das an, das ist viel rauer. Da hat man fast eine Gänsehaut, ne? Dieses Papier, das ist geglättet, um etwas mehr Schärfe zu kriegen. Aber unter Umständen wollen wir gar nicht mehr Schärfe. Sondern es etwas weicher zu halten, ist vielleicht fast besser. Also im Ton gefällt mir dies besser. Ja. Und beim Fühlen gefällt mir das besser. Schwere Entscheidung. Ich habe für Robert Frank Fotobücher auf Zeitungspapier gedruckt, die wunderbar sind, auf dem billigsten Papier, das nur existiert. Und ich habe für den Fotografen Louis Bolz sein zehnbändige Werkausgabe auf einem weißen, hochglänzenden Papier gedruckt. Und es ist auch toll. Insofern muss man sagen, ein schönes Papier
gibt es nicht. Es gibt immer nur ein Papier, das dem Inhalt mitgegeben wird. Und das ist die Kunst eigentlich des Druckers. Wunderbar. Aber das riecht mir. Das riecht allerdings am schönsten. Jetzt haben wir schwarze Nase. Man kann jetzt nicht sagen, also ich verwende jetzt Farben mit Pflanzenölen, die riechen toll, und ich verwende chemisch hergestellte Öle, also petrochemisch hergestellte Öle, die stinken, das stimmt nicht. Ja? Also auch eine Petrochemie kann auf Papier schön riechen. Das ist, eigentlich ist man da als Drucker in der Position eines Parfümeurs. Man kann auch alles draufstreichen. Wie jetzt das Ganze? Ich würde es draufstreichen. Das Ganze oder nur bis da? Ich würde das Ganze draufstreichen. Das ist einfach logischer. Im März 2015 bringt Gerhard Steidel seine Papierexpertise in die Ausstellung Modemethode in Bonn ein. Das Finale der Schau ist ein von ihm konzipierter Papierpalast, inspiriert vom Grand Palais in Paris, in dem regelmäßig die Präsentationen der Laufstegkollektionen von Chanel stattfinden. Steidel arbeitet seit über 20 Jahren mit Karl Lagerfeld zusammen. Als Verleger bringt er viele seiner Fotobücher heraus, druckt die Chanel-Kataloge und hat 2010 gemeinsam mit Lagerfeld den LSD-Verlag gegründet. Die Abkürzung steht für Lagerfeld Steidel Druckerei. Programmchef ist der Vielleser Karl Lagerfeld. Ich wollte ein Buch mit ihm machen und habe ihm geschrieben. Und da hat er gesagt, nein, danke, ich habe kein Interesse daran, ein Buch mit ihm zu machen. Das ist gerade eins erschienen, das war 1993. Das ist so schlecht herausgekommen, dass ich besser darauf verzichte. Ich liebe Bücher nicht, aber wenn sie schlecht sind, brauche ich sie nicht. Ja. Und da habe ich nicht nachgegeben. Und ich habe gesagt, okay, schicken Sie mir doch bitte mal ein paar Fotos. Ich mache Druckversuche auf verschiedenen Papieren und schicke Ihnen die dann zu. Und dann können Sie ja noch mal entscheiden, ob das vielleicht besser ist als das, was Sie vorher gesehen haben. In der Tat kamen dann ein paar Fotos. Ich habe mit verschiedenen Drucktechniken, Triton, Quadroton, seine Schwarz-Weiß-Fotos auf wunderbares Canson-Papier, Archpapier, Zeichenpapier, Zeitungspapier gedruckt und ihm das alles zugeschickt mit Kommentaren. Und dann kam postwendend ein Brief zurück und da sagte er, ja, wenn man so mit Papier umgehen kann wie Sie, dann können wir auch was zusammen machen. In Göttingen wird im Juni 2015 das Günter-Grass-Archiv eröffnet, direkt neben der Steidel-Druckerei. Auch dieser Termin sollte ursprünglich in Anwesenheit des Schriftstellers stattfinden. Die Ausstellung zeigt die verschiedenen Arbeitsschritte von Günter Grass, vom ersten handschriftlichen Manuskript bis zur abgetippten und korrigierten Buchseite. Das ist das Layout des Buches. Das ist praktisch der letzte Zustand, den ich mit Günter Grass gemacht hatte, bevor er starb, wo wir alles durchnummeriert haben und teilweise noch einige Änderungen vornahmen. Günter Grass hat die Cover seiner Bücher immer selbst gestaltet. In Vonne Endlichkeit sind besonders viele seiner Bleistiftzeichnungen in Verbindung mit seinen Prosatexten und Gedichten zu finden. Dieses Basteln an den Büchern, dieser analoge Prozess, das hat ihm zeitlebens viel Freude gemacht und das gehört bei ihm zum Büchermachen genauso wie das Schreiben der Texte. 1993 begann Steidel, Günter Grass zu verlegen. Ist besser. Besser, ja. Genau. Unten. Da, ja, genau da. Da muss er sich ja vertan haben. Vertan inwiefern? Na, wenn er das auf Seite 167 hat. Nee, das stimmt schon. Wesentliche Fragen des Layouts müssen geklärt werden. Dann hat er Streichung gemacht. Das ging heraus.
Und dann hat er das so gesehen und hat gesagt, Seite 167. Ja. Aus irgendeinem Grunde hat sich die Paginierung verändert. Ne? Ja. Aber das ist eindeutig, dass er das hier rüber haben wollte. Nach den letzten Korrekturen geht es nun um die Andrucke der Seiten und die finale Farbgebung. Jede Nuance wird von Steidl und Ute Grass bewertet. Ein Verfahren, das es in dieser Form kaum noch gibt. Deshalb kommen Künstler und Autoren aus der ganzen Welt nach Göttingen. Es fehlt eindeutig Schwarz. Ja. Also das Schwarz der Zeitung und das Textschwarz ist identisch. Und das würde ich separieren. Wie? Das finde ich zu flau. Ja. Hat zu wenig Kontrast. Ja, das wollte ich sagen. Ja. Das müsste stärker sein. Und wahrscheinlich ist es so, dass wir, vielleicht verwende ich hier auch ein anderes Schwarz als für die Zeitung. Ja. Ich mag sehr gerne das Druckbild der Zeichnung. Ja. Dieses etwas silbrige Grau. Ja. Es ist noch immer ein Schock für mich, wenn ich das Endprodukt in den Händen halte. Dieses hier hat eine etwas andere Farbgebung. Und plötzlich ist da ein Objekt, wo vorher keins war, weil ich inzwischen überwiegend digital arbeite. Vorher hat man kein echtes Gefühl für das Gewicht, wie es sich als Buch anfühlen wird. Und mir fallen immer ein paar Macken auf. Hier zum Beispiel eine kleine Kante, über die ich nicht glücklich bin. Aber im Großen und Ganzen ist es okay. John Gray ist einer der gefragtesten Covergestalter Englands. Er lebt in der Nähe von London und nutzt seinen Weg zur Arbeit zum Lesen der Manuskripte. Ironischerweise auf einem E-Reader. Das sei leider sehr praktisch, wie er bedauert. Manchmal arbeitet er an zwei oder drei Covern gleichzeitig. Renommierte Verlage wie Penguin Books und andere Verlage der Gruppe Random House bitten ihn immer wieder um die Covergestaltung von Erstlingsautoren oder Jubiläumsausgaben von modernen Klassikern, wie George Orwells 1984. Seine Art zu arbeiten ist sehr angelsächsisch. Geht man in einen Buchladen in Frankreich, sieht man häufig weiße Vierecke mit sehr gerader Typografie und vielleicht einem Foto. Man hat dann das Gefühl, dass nur an diesem Foto experimentiert werden darf. So als ob das Spielen mit dem Einband eine Beeinträchtigung der Ernsthaftigkeit des Inhaltes bedeuten würde. Sehr klassisch. Whereas here, hier oder in Amerika dagegen gilt eher das Motto, alles ist erlaubt. Die Bücher sollen auffallen. Der Einband soll fast wie ein Mini-Poster aussehen. Ich denke, hier ist das ähnlich wie in den USA, ungefähr seit den 50er Jahren. Man sucht nach einem starken Symbol, so wie bei einem Filmplakat. Es geht quasi um ein Logo für das Buch. John Gray setzt neue Maßstäbe in der Covergestaltung. Viele seiner Entwürfe dienen anderen Designern als Vorbild. Seinen Durchbruch hatte er mit der Gestaltung des Einbands für das Erstlingswerk des US-amerikanischen Autors Jonathan Safran Foer. Das Werk wurde ein Bestseller. Seitdem gestaltet Gray alle Cover des Schriftstellers. Foer legt großen Wert darauf, an dem Entstehungsprozess des Einbandes beteiligt zu sein. Das Cover seines Erstlingswerks Alles ist erleuchtet genießt inzwischen Kultstatus. Alles ist erleuchtet ist eines meiner Lieblingscover. Durch die handgeschriebene Typografie ist es ein Teil von mir. Ich kann die Schrift anpassen. Ich kann ihr ein Gefühl geben, einen Charakter. Es wird dadurch formbarer, weniger starr. Mit klassischer Typografie dagegen habe ich es nicht so sehr. Alles sieht so angepasst aus.
Es wirkt kalt. Branded, it looks cold. Ich versuchte es mir nicht als Buchcover vorzustellen, mehr als Objekt. Also habe ich mir überlegt, die Schrift bis auf den rückseitigen Einband zu ziehen, sodass der Titel quasi einen Block von handgezeichnetem Durcheinander darstellt. Aber es ist auch ein bisschen eine Falle für mich. Oder es war jedenfalls so etwas wie eine Falle. Jetzt will jeder das Gleiche von mir haben. Das Buch ist vor 10, 15 Jahren erschienen und noch immer werde ich gefragt, können Sie mir auch eine solche Schrift machen? Können Sie es so oder so machen? Ich habe diese Schrift speziell für dieses Buch entworfen. Sie gab ihm seine eigene Persönlichkeit. Warum soll ich das wiederholen? Ich finde, es ist sehr wichtig, jedem Buch seinen eigenen Charakter zu geben. John Gray arbeitet gerade an einem Cover für eine Jubiläumsausgabe des Kultromans Infinite Jest, auf Deutsch Unendlicher Spaß, des US-amerikanischen Autors David Foster Wallace, für den er auch schon andere Einbände gestaltet hat. Mir war von Anfang an klar, dass es eine große Herausforderung ist, weil es ein sehr bekanntes und sehr beliebtes Buch ist. Und dann noch für die Sonderausgabe zum 20. Jahrestag der Erstausgabe. Deswegen sollte es etwas Besonderes sein. Es sollte einen starken Eindruck hinterlassen, aber auch farbenfroh und einladend sein. Und das ist ziemlich schwierig bei diesem Buch, weil es 1000 Seiten hat und 388 Fußnoten. Es ist ein ernstes, intellektuelles Werk. Und so etwas einladend und attraktiv zu gestalten, ist ziemlich schwierig. Das Cover von Infinite Jest entwirft er diesmal analog. Die Idee, es mit farbigen Post-its zu gestalten, kam ihm, nachdem er die Buchausgabe einer Künstlerin gesehen hatte, in der die verschiedenen im Werk beschriebenen Emotionen farbig markiert waren. Ich weiß noch nicht, ob es akzeptiert wird. Das ist mir noch nicht mitgeteilt worden. Es ist an die Witwe von David Foster Wallace geschickt worden. Wir werden sehen. Aber ich hoffe natürlich, dass es angenommen wird. Mittlerweile steht fest, sein Coverentwurf geht in Großbritannien in den Druck. John Grays regelmäßiger Auftraggeber Penguin Books wurde 1935 zunächst als Taschenbuchverlag gegründet, schon damals mit einem speziellen Gestaltungsprinzip. Später wurde das Design der Ausgaben von dem aus Leipzig stammenden Grafiker und Schriftgestalter Jan Tschechold geprägt, der in den 1920er Jahren in Leipzig für den Inselverlag gearbeitet hatte. Tschechold ging 1947 nach London, wo er in den Penguin Composition Rules jedes noch so kleine Detail der Typografie, des Zeilenabstands und der Schriftsetzung festlegte. Kompositionsregeln, die manche Reihen des Verlages bis heute prägen. Tschechold entwarf unter anderem Schriftfonts wie die Antiqua-Schrift Sabon. Er gilt bis heute als einer der wichtigsten Denker und Lehrer der modernen Typografie und des Buchdesigns. Auch John Gray ließ sich von ihm inspirieren. Sie sind nicht identisch. Aber sicherlich ist da dieses verrückte, etwas ausgeflippte Gefühl und der schräge Verlauf. Den Ansatz, es etwas frech erscheinen zu lassen, habe ich ganz sicher übernommen. Und dieses Gefühl von Zweifarbigkeit habe ich auch daraus übernommen und von einigen anderen dieser alten Bücher. Auch in Frankreich liegen ansprechend gestaltete Bücher längst im Trend. Nicht nur die Bouquinisten an der Seine freuen sich. Das schöne alte Buch ist beliebt wie eh und je. Wenn nicht sogar noch beliebter als früher.
Einer, der sich seit mehr als 30 Jahren mit seinem Verlagsprogramm in Frankreich behauptet, ist Gérard Berabi, Gründer und Geschäftsführer des kleinen, unabhängigen Verlages Alia in Paris. En France, on n'aime pas beaucoup parler d'argent. In Frankreich redet man nicht gern über Geld. Das gilt als schmutzig. Aber Geld ist der grundlegende Motor unserer Tätigkeit, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir ein Buch veröffentlichen, stellen wir uns nie die Frage nach den finanziellen Aspekten. Wir stellen uns vor allem intellektuelle und literarische Fragen. Ob es nützlich oder notwendig ist, ob es Lust bereitet, das Werk zu veröffentlichen. Gérard Berabi legt Wert auf ein unverkennbares Profil in seinem Verlagsprogramm. Er veröffentlicht unter anderem Philosophen, Erstlingswerke und Bücher zur Popkultur. En général, les lecteurs. Im Allgemeinen spricht ein Leser, wenn er ein Buch kauft und liest, danach vom Autor, vom Inhalt. Aber normalerweise merkt er sich nicht den Namen des Verlags. Unsere Leser wissen dagegen, dass sie ein Buch von Alia in der Hand haben. Berabi glaubt fest daran, dass man mit originellen Ideen und Mut zum Experimentieren als kleiner Verlag auch heute noch gut überleben kann. Wir machen eine industrielle Arbeit auf handwerkliche Weise. Wir lieben das, was wir tun. Es gibt da diese Liebe zum Objekt. Deswegen kann man es gar nicht falsch machen oder schludern. Hier versuchen wir alle, und wenn ich sage alle, klingt das etwas vermessen, weil wir nur zu dritt sind. Wir versuchen uns selbst zu übertreffen, etwas Innovatives zu kreieren und niemals das Gleiche zu tun wie am Vortag. Und wenn man das alles zusammennimmt, schafft es eine Art öffentliche Identität, ein Profil, eine Ästhetik, die sich stark von dem unterscheidet, was es sonst gibt. 1991 veröffentlichte er die Tagebücher des italienischen Philosophen Giacomo Leopardi aus dem 19. Jahrhundert und landete damit einen großen Erfolg, sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum. Nous publions des livres pour une bonne partie d'entre eux. Wir veröffentlichen überwiegend schwierige, experimentelle Bücher. Wenn man eine solche Arbeit macht, gibt es meist nur eine kleine Leserschaft, die sich für solche Sachen interessiert. Die große Herausforderung besteht für uns darin, das Experimentelle verständlich zu machen. Es aus dem sehr ehrwürdigen und schicken Ghetto des kleinen, avantgardistischen Milieus herauszuholen und es einem viel größeren Publikum zu vermitteln. Pour le transmettre à un public beaucoup plus large. Gerhard Steidl hat die Zusammenarbeit mit Prominenten wie Karl Lagerfeld, Günter Grass oder dem Fotografen Robert Frank geholfen, sein anspruchsvolles Verlagskonzept bekannt zu machen. Zudem hat es ihm neue kreative Spielfelder eröffnet. Die Karl-Lagerfeld-Ausstellung Modemethode ist von ihm initiiert und konzipiert worden. Es sieht einfach ein bisschen traurig aus und die Reflexion von mir ist nicht genug. Also probieren wir es, ja? So, das ist das. Von der Kooperation profitieren beide. Karl Lagerfelds hohe Ansprüche an die Qualität des gedruckten Buches werden von Gerhard Steidl verlässlich erfüllt. Ich habe niemals eine vorgefertigte Meinung, wenn ich ein neues Buch auf Kiel lege. Und es ist auch verboten, die vorhergehende Idee wieder aufzugreifen.
alles ist immer wieder neu. Und dann begehren die Leute es. Und dann kann man auch ganz gut verkaufen. Und dann hat man auch keine Krise in seinem Verlag. Macht man Massenproduktion, ist die Entscheidung heute ganz klar. Ist das Buch schlecht gedruckt und es ist schlechtes Papier und es ist handwerklich schlecht gemacht? Warum soll man es dann kaufen? Dann besser auf dem iPad das E-Buch lesen. Und wenn man es ausgelesen hat, löscht man es weg. Und man muss sich das Gerümpel nicht ins Regal stellen. Die Buchgestalter und die Händler freuen sich über die Tatsache, dass die Menschen immer mehr Geld für schöne Bücher ausgeben. Antiquarische Ausgaben vermelden erstaunliche Preissteigerungen. Das sinnliche Buch boomt. Handwerklich gut gemachte Bücher gewinnen in Zeiten der Kurzlebigkeit des Digitalen an Attraktivität. Eine Bibliothek kann ich vererben. Die ist mein Eigentum und später gehört sie meinen Kindern und den Kindeskindern, wenn es eine qualifizierte Bibliothek ist. Wenn ich mir E-Bücher herunterlade, sind sie immer nur gemietet und auch die Software ist gemietet. Zahle ich nicht, verliere ich meine Bibliothek und habe nichts mehr. Hamburg ist neben Berlin die wichtigste Stadt für Buchgestalter in Deutschland. Einer der bekanntesten unter ihnen ist Professor Rainer Grothus mit seiner Agentur Gesellschaft für Ideen und Passionen. Seit Jahrzehnten schon ist Grothus im Buchgeschäft. Er war Geschäftsführer des Wagenbach Verlages und widmet sich seit Mitte der 1990er Jahre ganz dem Gestalten von hochwertigen Büchern und Magazinen. Er kennt den Buchmarkt in Deutschland so gut wie wenige andere. Nach meinem Eindruck achten Buchhändler wieder viel mehr als früher darauf, wie sind die Bücher gemacht. Und wenn sie dann schön gemacht sind, entsteht auch für den Buchhändler, Klammer auf, gleichwohl er herstellerisch und gestalterisch meistens nicht argumentieren kann, entsteht für den Buchhändler nochmal ein Argument gegenüber dem Kunden nach dem Motto, es ist auch ein schönes Buch, wollen Sie mal fühlen, also wenn es Leinen ist oder ein besonderes Papier, wie auch immer. Ich zeige Ihnen das mal ganz bewusst, weil wir machen keine Bücher, die nicht fadengebunden sind. Das heißt, trotz des Knacks, dieses fällt nicht auseinander. Und es gibt ja ganz gemeine Hardcover, die tun zwar so, als seien sie fadengeheftet, sind sie aber nicht, sondern da liegt eine Klebebindung hinter. Und wenn Sie das bei so einem Buch machen, dann haben Sie wirklich zwei Teile. So. Deswegen, Sie haben es ja vorhin angesprochen, also dieses Buch wird mich bei weitem überleben. Das ist auch, das wird irgendwann stockfleckig werden, das Papier, auch klar. Aber das Buch als Körper ist unschlagbar. Seine Agentur gestaltet sowohl für kleine Nischenverlage als auch für die großen. Siehst du es fast nicht? Das siehst du auch hier im Übereinander. Der Rest ist dann das Leben. Genau, genau. Das Schöne. Die vielbeschworene Krise des Buches sieht er nicht. Es gibt ja auch wunderbare Indikatoren, die auf die Stabilität des Gedruckten hinweisen, ob das die Tatsache ist, dass es immer mehr Magazine gibt statt weniger, ob es die Tatsache ist, dass die große Umsatzwelle des E-Books ist letztes Jahr nicht zum Erliegen gekommen, aber es hat sich deutlich verlangsamt, das Tempo des Umsatzzuwachses etc. pp. Wir haben keinen Beleg dafür, dass weniger Bücher, also gedruckte Bücher gekauft werden. Und wenn die Branche, ich glaube, das war letztes Jahr, so einen Umsatzrückgang von knapp 1% vermeldet, ja, ist das jetzt ein Deichbruch oder ist das einfach nur eine Delle? 1% sagt doch überhaupt gar nichts über sozusagen über die Substanz des Gedruckten in der Gesellschaft. Was wird aus dem Buch, wenn junge Menschen nicht mehr lesen oder nur noch flüchtig und digital? Die ganze Hysterie. Das Wort passt schon, über Jugendwahn und wie auch immer, ist angesichts der demografischen Zahlen unserer Bevölkerung absurd. Die größte Gruppe in der Bevölkerung ist jetzt über 50 und ist nicht 10, 15 oder 20. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, okay, ich fahre jetzt eine Strategie, dass ich diese Lesergruppe halte und überlege mir in Ruhe, wie ich auf die anderen zugehe. In der Hamburger Traditionsbuchhandlung Felix Jud sind viele Kunden älteren Jahrgangs und fragen häufig nach gebundenen Ausgaben oder Klassikern. Aber die Inhaber beobachten keine Abwendung der jungen Kunden vom Buch.
Es gibt natürlich das Buch, was man einfach braucht. Es gibt den Krimi, den man mal schnell am Strand lesen möchte. Diese Art Bücher wird man vielleicht zukünftig nur noch im Internet bestellen und als E-Book lesen. Aber wer sich dann weiterhin interessiert, sagen wir mal, für einen Klassiker, und das tun auch immer wieder mehr jüngere Leser, der stellt ganz schnell fest, also das Buch möchte ich doch bei mir im Regal stehen haben. Also ich möchte schon immer wieder direkt darauf zurückgreifen können. Ich möchte auch mit Büchern leben. Aber ich möchte dann doch bitte nur mit Büchern leben, die mir wirklich auch etwas für einen längeren Zeitraum bedeuten. Der vielfach ausgezeichnete französische Zeichner, Buchautor und Illustrator Bernard Granger, alias Blex Bolex, zeichnet grafische Romane und ungewöhnliche Bilderbücher für Kinder, die auch viele Erwachsene begeistern. Für mich muss ein Buch einen Wow-Effekt haben, auf jeden Fall. Wenn es den nicht hat, gefällt es mir nicht. Ich bin oft nicht zufrieden mit dem, was ich mache. Aber ich habe eine Vorstellung, wie ein Buch sein soll. Aber wenn ich es schon nicht wow finde, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es andere wow finden. Das Multitalent entwickelt in seinen Büchern eine ganz eigene Dynamik. Nicht nur die Erzählungen sind ungewöhnlich. Die Bilder in den Büchern wirken wie Siebdrucke, sie sind aber alle am Computer entstanden. Meine ersten Bücher habe ich in der Pariser Underground-Szene der 80er Jahre veröffentlicht. In dieser Zeit habe ich begonnen, meine Bücher selbst zu veröffentlichen und zu drucken. Von Anfang an kam es mir nicht nur auf die Illustrationen an, sondern vor allem auf den Ausdruck. Also, ich illustriere nicht einfach eine Idee oder den Text eines anderen. Stattdessen erzähle ich durch meine Zeichnungen entweder eine Geschichte oder ich schaffe eine Atmosphäre, eine Stimmung. Eigentlich erschaffe ich eine kleine grafische Explosion. Wenn man das Buch öffnet, ist man überrascht, schockiert, erstaunt. Amüsiert. In seinen grafischen Romanen geht es auch mal bis zum Höllenritt. In seinen Kinderbüchern schwingt mehr Leichtigkeit und Humor mit. Seine Geschichten entwickeln sich immer assoziativ. Sie folgen keiner stringenten Dramaturgie. Blex Bolex fühlt sich wohl in seiner Wahlheimat Leipzig. Es erinnert ihn an das Frankreich der 70er Jahre, sagt er. Leipzig hat eine lange Geschichte als Druck- und Verlagsstadt. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren im dortigen grafischen Viertel viele Druckereien und Verlage wie Brockhaus, Reklam oder Insel ansässig. Im Krieg wurde das Viertel zerstört, aber zu DDR-Zeiten blieb Leipzig die zentrale Buchgewerbestadt Ostdeutschlands. Nach der Wende änderte sich das. Die meisten Großdruckereien wurden geschlossen. Die alten Druckmaschinen aber haben einige Kunstdrucker übernommen, wie Sascha Noatsch, mit dem Blex Bolex gerne und viel zusammenarbeitet. Er kommt direkt aus dieser Drucktradition, die sehr stark in Leipzig vertreten war. Also kennt er die Maschinen, er kennt die Techniken. Und wenn man so ein Buch herausgibt, ein echtes Kinderbuch, kann man experimentieren, aber auf einer anderen Ebene, auf einer sehr physischen, ganz konkreten. Nur mit jemandem wie ihm kann ich das machen. Denn es passiert in Echtzeit und entweder gelingt es oder es scheitert. Aber die Konsequenzen sind nicht gravierend. Ich verliere ein bisschen Geld, wenn es nicht klappt. Ich verliere Zeit, ich verliere manchmal ein bisschen die Nerven, aber in dem Augenblick, in dem man etwas testen kann, wird es amüsant. Es ist für uns beide sehr interessant.
Blex Bolex schätzt die traditionelle Weise des Buchdrucks. Er will die Bücher fühlen und nimmt sich viel Zeit für Andrucke und Papierauswahl. Jedes Detail zählt. Jedes Papier kreiert eine andere Farbgebung, eine andere Atmosphäre. Für jedes Buchprojekt überlegt sich Blex Bolex ein neues Format und einen neuen Stil. Seine handwerklichen Kenntnisse helfen ihm beim Konzipieren seiner Geschichten. Müssen wir es uns mal im Sonnenscheine angucken? Ja. Denn nur das Tageslicht bringt die Wahrheit zutage. Weil ich gelernter Drucker bin, weiß ich genau über die Grenzen des Drucks beim Herstellen von Büchern Bescheid. Das heißt, ich muss zunächst das Format, das Papier, die Anzahl der Seiten kennen, auch welche Farben ich verwenden will, damit ich überlegen kann, ob meine Idee funktioniert und ob ich sie realisieren kann. Hinter seinen assoziativen Erzählungen steckt also ein sehr genaues Konzept. Jede Zeichnung könnte für sich alleine stehen. Aber das Bild ist mit einem anderen Bild verknüpft. Und plötzlich verbindet sich die Idee, die du in dem ersten Bild erkennst, mit der des zweiten Bildes. Und wird zur Lektüre. Es ist nicht mehr nur eine Betrachtung oder ein Suchen im Bild, sondern man liest linear. Und von diesem Moment an beginnt die Geschichte wirklich eine Erzählung zu sein. Es gibt eine Beziehung zwischen dem Wort und dem Bild, die eher vertikal ist. Und wenn sich das Bild öffnet, das ist also eine Doppelseite, ergibt sich eine horizontale Lektüre. Und der Witz dabei ist, dahin zu kommen, dass man diese horizontale und vertikale Lektüre kombiniert. Bevor Blex Bolex mit dem eigentlichen Zeichnen beginnt, hat er das ganze Buch bereits in Form einer Partitur definiert. Er legt zuerst die Seitenzahlen fest, das hilft ihm, das Format der Seiten zu bestimmen. So weiß er, wie viel auf eine Seite passt und ob die Geschichte funktioniert. Mir ist eigentlich nicht daran gelegen, Geschichten auf filmische oder auf literarische Weise zu erzählen. Es scheint mir, dass das Erzählen in Bildern meinen Vorstellungen entspricht, ohne dass sich daraus Probleme beim dramaturgischen Aufbau der Geschichte ergeben. Natürlich war es wichtig, mich auch damit zu befassen. Und das war auch gut so. Aber es ist nicht das, was mich vorrangig interessiert. Mich interessiert vor allem das Bild und der Inhalt, den das Bild transportiert, in Verbindung mit anderen Bildern. Die Andrucke sind fertig. Blex Bolex überprüft sie und gibt den Druckauftrag. Für mich ist okay. Dann erteilen Sie bitte Imprimatur, damit alles seine Rechtmäßigkeit hat. Und dann geht's morgen los mit der Auflage. Imprimatur, das heißt, es werde gedruckt. In Amsterdam lebt und arbeitet Irma Boom. Sie gilt als eine der wichtigsten zeitgenössischen Buchgestalterinnen der Welt. Häufig entwirft sie Ausstellungskataloge für Künstler oder Museen. Die von ihr gestalteten Bücher sind wahre Meisterwerke. Jedes für sich ein Kunstobjekt, obwohl sie sich selber nicht als Künstlerin bezeichnet. Dennoch befinden sich viele der von ihr entworfenen Bücher in der permanenten Sammlung des Museum of Modern Art in New York. Hier ist der Druckbogen für ein Buch, das wir für Japan gemacht haben. Eigentlich habe ich nur den Einband entworfen. Es gibt ja oft ein Missverständnis wegen meines Namens, denn Boom im Niederländischen heißt Baum. Aber in Amerika, bei der Einreise an der Grenzkontrolle, glaubt man mir nicht, dass mein Name Boom ist. Das heißt ja Explosion. Und viele Menschen, die über mich schreiben, glauben, dass es ein Künstlername sei, dass mein richtiger Name Irma Buck sei. Dabei heiße ich Irma Boom. Wenn man das Blatt so faltet, dann sieht das so aus, ein roter Punkt.
Das ist die japanische Flagge, aber die Innenseite spielt mit dem Missverständnis in Bezug auf Book, das K und das M. Eines ihrer berühmtesten Bücher heißt Weaving as a Metaphor, Weben als Metapher, basierend auf einem Text des Philosophen Arthur Danto, das sie für die Textilkünstlerin Sheila Hicks 2006 entworfen hat. Es ist nicht nur für Textilkunst Interessierte, sondern richtet sich an ein breiteres Publikum. Das war mein Ziel. Daher ist keine Arbeit von Sheila Hicks auf dem Einband. Ich dachte mir, wenn eine Textilarbeit auf dem Einband ist, dann reizt das nur die 100 Leute, die sich für Textilkunst interessieren. Die schauen sich dann das Buch an. Aber jetzt, weil es ein Objekt ist, dieses verrückte weiße Buch mit diesem seltsamen Buchrand, hat man Lust, es in die Hand zu nehmen, es anzufassen. Man überlegt, was ist das? Und wenn man es erst einmal in den Händen hält, will man es nicht mehr weglegen. Ich finde, es ist alles sehr präzise in diesem Buch. Das ist mein Manifest für das Buch. Aber das Skurrile ist, wir hatten so viele intensive Diskussionen über den Einband, dass ich total vergessen habe, den Titel auf das Cover zu setzen. Weben als Metapher erscheint gar nicht auf dem Cover, es fehlt, es ist nicht da. Das habe ich erst ein paar Jahre später entdeckt, als ich einen Vortrag hielt. Ich sagte, dieses Buch heißt Weben als Metapher. Und da fiel mir auf, wo ist denn der Titel? Er ist nicht da. In ihrem kleinen Studio in Amsterdam feilt Irma an allen Details. Ihre Methode? Sie baut Bücher wie ein Architekt. Das ist für mich die Essenz der Buchproduktion. Ich konzipiere ein Buch nicht als PDF, sondern als dreidimensionales Objekt. Ich möchte sehen, wie es sich anfühlt, wenn ich die Seiten umblättere. Ich mache das komplette Objekt. Und so für mich, making these models is making all the time decisions where something comes. I just glue. Wenn ich so ein Modell mache, dann heißt das, dass ich die ganze Zeit entscheide, wo etwas hinkommt. Das hier habe ich gerade geklebt, aber generell ist es lose. So fertige ich also für jedes Buch ein eigenes Modell an. Das verstehen sogar meine Assistenten nicht, dass ich ständig diese Papierpakete klebe und zusammensetze. Und es hält wirklich. Es sind sehr stabile Modelle. Ich weiß nicht, wie ich das mache, aber diese Modelle sind schon fast produktionsreif. Hier arbeitet sie an einem Ausstellungskatalog über den Maler William Copley. Ich brauche dieses Modell eigentlich als Gesprächsgrundlage. Wenn man dann eine Besprechung hat, sind die Leute ganz aufgeregt, weil schon etwas auf dem Tisch liegt. Ich erkläre dann, dass es sich nicht um das echte Buch handelt. Es sind nur grobe Entwürfe mit einem Fantasietext. Alles fake. Weltweite Aufmerksamkeit erhielt sie 1996 mit dem Think Book. Ein Buch, an dem sie 5 Jahre gearbeitet hat und das zum 100-jährigen Firmenjubiläum der holländischen SHV Holding veröffentlicht wurde. Das Werk umfasst insgesamt 2136 Seiten und keine davon ist zufällig da, wo sie ist. Man fühlt, dass jede Seite notwendig ist. Man kann nicht sagen, wir haben hier ein Buch mit 300 Seiten und es muss jetzt auf 200 reduziert werden. Wenn das gewünscht ist, entwerfe ich das Buch ganz neu. Ich kann nicht einfach ein paar Seiten rausnehmen. Es stört mich, wenn wir ein Buch machen und dann sagt jemand, es müssen jetzt 30 Seiten weniger werden. Wie kann man sowas sagen? Es ist wie ein Fluss. Ein Buch ist eine Sequenz. Immer mehr Nichtleser und der Vormarsch der E-Books wurden in den letzten Jahren als größte Feinde des Gedruckten ausgemacht. Doch wie schon oft zuvor, das Buch behauptet sich.
Zwar sehen sich große Buchhandelsketten durch den Internethandel gezwungen, mitunter manche ihrer Filialen zu schließen. Aber viele kleine Läden, die sich auf ein ausgewähltes Sortiment und ihre Kunden konzentrieren, feiern eine Renaissance. Manche von Irma Bohms Sonderausgaben sind nicht im normalen Buchhandel erhältlich. Doch in Zeiten des Internets kann man die Kunstwerke online kaufen. Die ganze Idee hinter der Produktion von Büchern ist, dass es eine Reproduktion gibt. Seit Gutenberg natürlich. Das ist das eigentlich Interessante für mich. Das Teilen von Informationen und Gedanken. I'm not making a book for a bookshelf. I design a book or make a book for. Ich mache keine Bücher für Bücherregale. Ich konzipiere ein Buch, damit es in die Welt geht. Das liebe ich. Für mich ist es ganz wichtig, dass sich das Buch verkauft. Ich frage immer beim Verlag nach, verkauft sich das Buch? Das liebe ich. Darum geht es für mich bei Büchern. Das Teilen von Informationen zu einem angemessenen Preis, nicht gegen einen extrem hohen Preis. Mein Chanel-Buch zum Beispiel ist ausverkauft. Es wurden 1000 Exemplare gedruckt. Und wenn man jetzt bei Amazon schaut, ist es sehr teuer. Das geht so ganz gegen meine Ansichten. Ich hasse das. Totally. I hate it. Wer will, liest heute nur noch digital. Längst suchen Verlage nach neuen Konzepten. Die Zukunft des Buches liegt auch in seiner ästhetischen Machart, ganz eindeutig, weil, dort, wo ein austauschbarer Inhalt mit einer austauschbaren Form für relativ wenig Geld angeboten wird als Buch, wird es auf Dauer große Bewegungen geben hin zum Digitalen, ist ja völlig klar, weil aus diesem Produktbuch nicht ein Argument entsteht, dass ich nicht das E-Book kaufen sollte. Und dann wollen wir mal gucken, was passiert. Klar ist natürlich, dass im Prozess der Digitalisierung, das hatten wir aber früher auch schon mit Kino und tralala, gehen auch Einzelne verloren. Aber wie viele und ob das bedrohlich ist und ob das die Branche in den nächsten 20, 30 Jahren substanziell verändert, ich glaube ja nicht. Ein mögliches Szenario: Manche Bücher werden nur noch digital veröffentlicht, andere gibt es nur gedruckt. Und die gedruckten Bücher werden dann besonders attraktiv gestaltet. Die Verleger haben so reagiert, dass sie sich jetzt mehr darauf konzentrieren, das Buch als Objekt zu gestalten, das man besitzen will. Nicht mehr als etwas, das man einfach nur konsumiert. Also liest und dann entsorgt. Das gedruckte Buch als sinnliches, begehrenswertes Objekt wird wahrscheinlich bleiben. Und es hat noch eine andere Qualität. The moment it's bound, you have. Sobald es gebunden ist, gibt es eine feste Reihenfolge. Diese wird meines Erachtens immer wichtiger und bedeutender. Als Gegensatz zum flüchtigen Charakter des Internets, wo man den Inhalt jederzeit ändern kann. Hier kann man den Inhalt nicht ändern. Und ich denke, das ist die besondere Qualität eines Buches. Es ist etwas, worüber man diskutieren und streiten kann. Es ist der Anfangspunkt einer Diskussion. Ich finde, dass das kulturell bedeutend und wichtig ist, dass man etwas hat, worauf man sich beziehen kann. Die Schönheit des Buches und auch das Übermitteln von Inhalten auf Papier in Buchform wird niemals ausgehen. Und je länger wir uns in der digitalen Welt bewegen, desto mehr wird eigentlich klar, was für ein
praktisches, unkompliziertes und preiswertes Objekt das Buch eigentlich ist. Ne? Der Steidel Verlag veröffentlicht bis auf wenige Grassausgaben gar keine E-Books. Die Edition Alia dagegen publiziert fast alle ihre Bücher auch digital. Dass das Buch in der uns bekannten Form verschwindet, davor habe ich keine Angst. Es gab immer technologische Entwicklungen. Früher stellten Schreiber handschriftliche Kopien von Büchern her. Dann kam der Buchdruck und eine Reihe weiterer technologischer Entwicklungen. Das beunruhigt mich nicht. Was mir jedoch Sorgen bereitet, sind Leute, die nicht die Möglichkeit haben, die technische Entwicklung zu begreifen, um den Diskurs voranzutreiben und dem Leser zu vermitteln. In diesem Sinne, das Buch ist tot. Lang lebe das Buch.